Eine Druckerei, die rekordverdächtig nationale und internationale Auszeichnungen abräumt, muss etwas Besonderes sein. Dieses Jahr haben wir das freut mich besonders, den Innovationspreis gewonnen, der deutschen Druckindustrie für die Zeitschrift Form. Das ist eine Zeitschrift für Design und Gestaltung. Und da haben wir halt einige Features eingebaut, wie zum Beispiel haben wir die Titelseite beflockt, wie man T-Shirt beflockt, haben wir Papier beflockt. Ne? Winfried Rothärmel, Schriftsetzer und Druckmeister, ist Geschäftsführer des ABC-Drucks. Trotz fortschrittlicher Technologien setzt Winfried Rothärmel auf traditionelle Maschinen. Wenn ich was Gedrucktes habe, das kann ich mitnehmen, kann es angucken und kann es wieder irgendwie wieder nochmal verwerten, kann es jemand anders zeigen, kann ich zwar im Internet auch, aber ich glaube, je verrückter dass das Ganze wird, umso werthaltiger wird er bringt. Wenn man mit jemandem Golf spielt, 5 Stunden lang mit ihm unterwegs ist und dann lernt man ihn total kennen, also das ist hochinteressant. Seit dem 14. Lebensjahr kennen wir uns und ich habe ihn begleitet im Grunde genommen bis zum heutigen Tag. Ja, was schätze ich an Winnie? Also ich denke mal ganz einfach die Art, was Winnie einfach ist, was ihn ausmacht, seine verrückte, lustige, lebhafte Art, dass er authentisch geblieben ist, dass er überhaupt nicht abgehoben ist, obwohl er so erfolgreich geworden ist. Der Unternehmer ist stets auf der Suche nach innovativen Ideen und attraktiven Dienstleistungen. Die Preise, das ist nicht unser Ziel, die kommen automatisch. Man erstellt ja, ich sag mal, für Porsche ein tolles Buch. Und dann muss natürlich alles stimmen, die Druckqualität, das Papier, was man ausgewählt hat, mit der Agentur zusammen. Und von der Seite her ist es ganz wichtig, dass man halt nicht auf die Preise hinarbeitet, sondern man macht ein Produkt und dieses Produkt wird dann prämiert, wenn alles passt. Im Moment entwirft er eines der größten Bücher der Welt, eine Art Buchstatue für die Klitschko-Brüder.